So, was haben wir hier noch Schönes? Ich! Bist du verrückt? Bist du verrückt? Was machst du mit mir? So, hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder zurück mit Coldside. Chapter 2. Wir wachen auf. Different Dimension. Verschiedene Dimensionen. Mal sehen, was uns da erwartet. So. Da haben wir eine Verschlüsselung. There is a weird sound behind the door. Da ist ein komisches Geräusch hinter dieser Tür. Was haben wir hier? Aber ich werde das nicht berühren. Ich möchte nicht wie was ändern. Entweder Ratten oder jemand, der schmatzt. Da will ich nicht rein. Und hier? Das Mauerwerk scheint immer noch feucht zu sein. Und was haben wir hier? The door won't budge. Die Tür bewegt sich nicht. I may try to knock the door down on. I don't see any other options. Ich werde versuchen, diese Tür durchzuschlagen. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Na ja, dann hau mal drauf. Bang, 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 bang. Hau drauf! Nochmal! Du bist ein starker Mann! A? Ah. Hier ist A. Nochmal! Boing! Na, jetzt bin ich durchgeflogen, durch die Tür durch. Das ist gut. Okay. Okay. Wie ist das möglich? Tja. Verschiedene Dimensionen, ne wahr? Gott, Gott. Meine Kondition, sage ich schon. Meine Verfassung verschlechtert sich. Ah! Ich fühle mich nicht so gut. Ich sollte mich hinsetzen und mich eine kurze Weile ausruhen. Das würde ich aber hier nicht machen, ehrlich gesagt. Jetzt schläft er auch noch ein. Nicht schlafen. Komm, sterb. So, 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 so. Die sind bestimmt schon tot. Tot, tot, tot aus, tot. Oh Gott. Hier? Also hier habe ich kein Geräusch mehr, das ist ganz gut. Kann ich jetzt auch anfassen? Hast du mir irgendwas da gelassen? Ja. Wilson hat angefangen, seinen Verstand zu verlieren nach 2 Stunden nach der Teleportation. Er hat versucht, mich umzubringen. Ich habe versucht, ihn von mir abzuwenden. Scheint so, dass die Teleportation ihn irgendwie beeinflusst hat. Im Moment steht er ganz still oder kniet ganz still und ist ganz leise. Ein weiteres Problem ist, dass ich selber in eine Schleife geraten bin. Ich habe es immer geschafft, es durchzubrechen, aber diesmal ist es irgendwie komplizierter und ich komme einfach nicht durch. Oh, lalala. So. Ich denke mal, da bin ich auch. Lebst du noch, bevor ich dich anklicke? Nee, das ist ja der, der auf seinen Knien kniet und ganz ruhig ist. Ich kann ihn nicht bewegen. Als ob er zu Stein geworden. Da ist nichts, da ist nichts. Da ist nichts. Und wer klopft da? Bin ich da? Loop, loop, loop. Schleife, Schleife, Schleife. Kann ich diese Schleife durchbrechen? Ich laufe. Ach je. Ich dachte, da lädt etwas. Aber da lädt absolut. Warte, ich laufe mal rückwärts. Entferne ich mich nicht? Entferne mich nicht. Oh. Uff, 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 uff. Ah, das habe ich schon gemacht. Es hieß, ich sollte das nicht anfangen. Da ist dieses komische Vieh wieder. Jetzt sehe ich wieder nichts. Finsternis, Finsternis. Ich habe eine Flashlight. Och. Was passiert hier? Ich bin in irgendeiner Schleife gefangen und du kniest halt immer noch da. Ich gehe nochmal da durch. Da kann ich nicht. Nun?
Da oben? Ne, das sind nur Lichter. Ich dachte, da oben sei auch noch was, aber da ist gar nichts. Da sind noch Lichter. Das bin ich. Tja, sitzt da und überlegst, was du als nächstes machen kannst. Du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Doch, doch, da, durchs Licht, genau. Mach das Licht kaputt. Geh da durch. Geh da hoch. Nee, macht aber nicht. Es ist diese Tür. Es hat was mit dieser Tür bestimmt auf sich. Der guckt nämlich dahin. So, jetzt bin ich wieder da. Ich höre dich noch mal ganz kurz. Da ist aber nichts. Da tut sich nichts. Warte. Oh, da ist eine Sticky Note. Die gucke ich mir erst an. Dreh deinen Rücken zu dieser Wand. Vom Oliver! Oliver! Nee, kann doch nicht sein. Der ist doch nicht mitgekommen. Ich traue mich nicht, um zu drehen. Aber Oliver! Ja, ich traue mich um. Aha, okay. Aber ich muss dann ganz kurz noch hier gucken. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Ah, Secret! Another Secret! Ah, guck an. Danke, lieber Oliver. Habe ich jetzt diesen Loop durchbrochen? Ich weiß es nicht. Aber dann ist der ja auch schon irgendwo da, dieser Mr. Oliver. Dann ist der schon durch und hat nicht auf uns gewartet. Rechts oder links? Erstmal geradeaus. Da ist aber nichts. Da ist nichts. Ich gehe rechts. Ich halte mich daran. Rechts, rechts, rechts. Und dann ist es rot. Das ist gar nicht gut. Mein Herz. Jetzt beruhig dich erstmal. Nimm mal ganz schnell tief Luft ein und ausatmen. Und jetzt gehst du links rum. Jetzt guck mal, was hier passiert. Bevor ich hier irgendwas antatsche. Da ist eine Leiche. Eine Leiche. Ja, doch, das ist eine Leiche. Da sind mehrere Leichen. Da ist so einiges, was ich andatschen kann. So, wir gucken erstmal da. Was? Wo ist Oliver hier? War Oliver hier? Ja, Schrank zu. Ey, das hört sich so komisch an, diese meine Schritte. Aber das Feuer ist ja noch frisch. Guck mal. So lange kann hier noch keiner weg gewesen sein. So. Wenn du diese Not liest, bin ich schon lange tot. Wie zum Teufel bin ich hierher gekommen mit diesen Idioten? Und nun stecken wir hier in diesem Quartier fest und warten auf unser Ende. Wasser und Lebensmittel sind seit gestern aufgebraucht. Da sind ganz komische Geräusche hinter dieser Wand. So, als ob irgendein Monster versucht durchzukommen, um uns zu fressen. Ich hoffe natürlich immer noch, dass niemand diese Not lesen wird, um dass wir gerettet werden. Tja, Pech gehabt. Ihr seid schon skelettiert. Seid da schon so lange. Aber Oliver! Okay, hier habe ich jetzt alles. Naja. Aber diese Wand. Er hat gesagt, diese Wand. Oder hat er die eine Wand vorhin gemeint, was ich auch gehört hatte? Ich höre schon mal. Da höre ich nichts. Dann weint er bestimmt diese eine Tür, wo ich auch schon gehorcht habe. In diesem Loop. Da ist ja auch noch eine Leiche. Da sind mehrere Leichen. Diese Schritte, die machen mich kirre. Ich stehe und ich höre immer noch meine Schritte, Halka. Und dann denke ich immer, da ist jemand hinter mir. Ich renne jetzt hier durch, komme was wolle. Ich komme hier nicht durch, kriech du mal. Oh, jetzt kommst du durch. Ui, die Pilze. Interessant, interessant. Pilze, die auf Leichen wachsen und schön leuchten. Ja, Schmuck sieht ja aus, gell? Aber die Geräusche halt hier, gell? Ich glaube, ich sollte hier weg. Das sind komische Fledermäuse. Was ist das? A secret. Secret. Und die Fledermäuse? Wo komme ich jetzt hier lang? Wo muss ich... Hey. Ich habe keine Lust, das Kapitel anzufangen. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Was muss ich hier machen zum Teufel? Crouchy erstmal. Blöden Fledermäuse. Ich denke mal, dass das Fledermäuse sind. Es geht nicht auf. Ja. Ist ja gut. Irgendwo muss eine Karte sein.
Irgendwo habe ich was verpasst. Hier dürfte mir eigentlich nichts passieren. Komme ich da auch wieder rein? Da geht nichts. Da geht nichts. Und ich komme hier wieder rein. Das ist gut. Oh, lala. Halt, war das eine Leiter? Nee, das war keine Leiter. Vielleicht bei denen. Ich muss bei denen was übersehen haben. Hundertprozentig. Nee, da ist nichts. Ist halt nichts. Hast du mir was? Hallo? Nee. Ist auch nichts. Oh, guck mal, wie der da liegt. Hängt. Der liegt nicht. Der hängt. Der hängt, der hängt, der hängt. Schöne Pilze. Ja, was nützen mir die Pilze, wenn ich jetzt hier als gefressen werde? Ist da irgendwas? Ich werde gleich wieder gefressen, aber ich muss halt gucken, was ich jetzt machen soll. Irgendwo übersehe ich nämlich was. Oh, jetzt renne ich auch noch komplett in die Reihen. So, auf ein neues. Auf ein neues. So. Ich übersehe hier bestimmt irgendwas. Guck du nochmal kurz. Irgendwas muss doch das sein. Greift die mich hier an schon? Da kommen sie. Lauf du mal zurück. Ich trau denen ja nicht. Die fliegen hier, sieht so aus, nämlich im Kreis immer rum. So, jetzt sind sie drumrum geflogen. Und jetzt kann ich doch denen hinterher, ohne dass mir was passiert, oder? Oder fliegen die dann zurück? Ich habe da nämlich einen Hebel gesehen. Da ist auch nochmal ein Hebel, guck mal. Was? Move und move. Und jetzt? Boah, und jetzt? Geh auf! Geh auf! Geh durch! Oh, look, oh, oh. Das sind doch die hinter mir. Ich denke ja, ich hoffe es. So, weiter geht's. Das war nur eine Ratte, glaube ich. Ratte in diesem Fall ist okay. Alles in Ordnung. Guck du mal hoch. Oben ist gar nichts. Aber hier kann ich mich durchquetschen. Nicht, dass du wieder was übersiehst, Mädel. Aber ich höre die Viecher immer noch. Ich hoffe, dass das die sind, vor denen ich gerade abgehauen bin. Hier ist Blut auf dem Boden. Da ist ganz viel Blut. Blut, Blut, Blut. Rote Lichter. Oh, oh, oh. Und wo ist Mr. Oliver? Mr. Oliver, wieso hast du nicht auf mich gewartet? Boah, der ist bestimmt auch schon tot. Aber ich werde hier nicht sterben. Ich komme hier raus. So. Wir haben es geschafft, das ganze Equipment rüberzubringen, aber wir haben den Kontakt mit dem Militär und mit einigen Wissenschaftlern verloren. Davidson hat 13 Leichen in den Katakomben gefunden. Es ist unerklärlich, wie sie dorthin gekommen sind. Vielleicht ist da ein weiteres Teleportal-Tor außerhalb des Labors. Ich und David werden die Untersuchungen fortführen, bis die nächste Gruppe kommt. Ja, du bist aber tot. Da ist noch mehr Blut. Jetzt haben wir hier schön Feuerlöscher. Zwei. Die Karte, die ich vorher gefunden habe, ist verschwunden. Ich muss eine neue finden. Ja, danke schön, aber auch. Kannst nicht gut mit deinem Zeug umgehen, ne? Immer noch die Pipeline. Nee, das ist kein Wasser. Das ist heiße Luft. Heiße Luft. Aber die kann dich auch gut verbrennen. So. Oh, entflammbar. Da müssen wir aufpassen. Aber ich habe ja nichts. Ich rauche ja hier nicht. Es ist verboten, hier zu rauchen. Ein Feuerchen. Dieses Feuer kann nicht alt sein. Es brennt. Sonst würde es nämlich nicht brennen. Das ist gut. Hier, Feuer. Ich rede gerade von Feuer. Und da stand ja hier entflammbar. Und die ganzen Gase.
Aha, fliegt mir alles gleich hier um die Ohren, ha? Huh? Oh, was haben wir hier noch Schönes? Ah, ich! Bist du verrückt? Bist du verrückt? Was machst du mit mir? Wer bist du? Oh, da denke ich, ich bin hier seelenruhig alleine hier und dann... Wer bist du? Soldat. Bist du von der zweiten Gruppe? Vertrau Morgan nicht. Er ist der Verräter. No, I'm not. I wanted to get out of here. Nein, bin ich nicht. Ich möchte nur hier raus. Wie bist du hierher gekommen? Was für ein Durcheinander. Bald kommt die zweite Gruppe und dann wird sich das hier alles aufklären. Nein, gib mir die Zugangskarte. Dann bin ich hier raus. Bist du taub? Wir werden hier sitzen und warten. Oh oh, ich soll entweder den Soldaten umbringen und die Karte nehmen. Oder er ist sehr schwer verletzt und ich kann versuchen, ihm die Karte zu entwenden, sprich zu stehlen. Ja, das ist stehlen. Danke. Weil ich möchte ihn nicht umbringen. Aber ich möchte ihn eigentlich auch nicht hier alleine da sitzen lassen. Und was war das für ein Vieh? Nightvision Googles. Wo habe ich denn die jetzt herbekommen? Ein Nachtsichtgerät. Keine Ahnung. Einfach so aufgepoppt in meinem Inventar. Dann hat er das vorher gemacht. Wo ist dieses komische Vieh hin? Ich soll leise sein, hat er gesagt. Also darf ich auch gar nicht. Aber ich will hier rennen. Ich will hier raus. Guck mal, diese Blutpfütze an, du. Pfui zum Teufel. Ich möchte nicht, dass mein Blut sich ebenfalls hier ergießt. Ich werde hier rauskommen. Die Tür, die war hier. So, wir öffnen. Oh, achso, durchquetscht. Bauch einziehen? Durch? Doch. Wir sind durchgekommen. Ah, schon wieder. Okay, da ist zumindest nichts. Irgendein Secret? Nee, nix Secret. Wir kriechen da durch. Da ist nix. Kann ich das hier öffnen? Nein. Da ist wieder eine Leiche. Da sind so viele Leichen. Ach du Heiliges Kanon. Ja, ja. Warte. Hier erst. Eine Notiz eines Wissenschaftlers. Anomalischen Aktivitäten rennen durch die Decke? Gerald fängt an zu Gerald bekommt Halluzinationen. Es scheint so, dass er das Portal für die Teleportation nicht mehr benutzen kann. Ich habe ihn zum Labor geschickt, damit er inspiziert wird. Das ist die Teleportation, das Portal. Ja, wir gehen durch. Ich will wissen, was... So. Press F to run. To turn on. Flashlight. Oh. Lololo. So, ich bin durch das Portal gegangen. Und habe mich hierher teleportieren lassen. Und Oliver? Mr. Oliver, wo bist du? Du bist bestimmt eine... zwei Schritte vor mir. Oh, habe ich erst gar nicht gesehen gehabt. Habe ich erst gar nicht gesehen gehabt, das süße kleine schwarze Gespenst. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Du willst ja hier raus, du willst ja nicht verrotten. Jetzt geht's hier Treppe runter. Puh, ja, du bist immer so schnell außer Atem. Naja. Komm hier nicht durch. Achso, ich dachte gerade. Das ist ja auch Grieche. Räusche hier halt, gell? Krass. Oh, ich will aber auch keine Monster mehr, gell? Oh nein! Oh, wer bist du? Ah, du bist niemand. Jo. Okay. Sieht eigentlich interessant aus, finde ich. Gefällt mir auf der einen Seite, aber ich würde es mir trotzdem nicht zu Hause aufstellen. Ja, das sieht cool aus. Sag doch, was du willst. Mir gefällt's. Hat was. So. Aber was es hier zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Will es auch gar nicht wissen. Mam.
Wieder mehrere. Oh, hier geht's ja auch nur weiter. Rechts, rechts, rechts. Der steht nur da. Der ist auch bestimmt versteinert. Der stinkt schon. Fliegen. Nee, der macht gar nichts. Kann auch nichts lesen bei dem. Der rennt mir gleich nachher. Kann ich sein Gesicht... Wie komme ich jetzt nochmal hoch? Oh Gott. Dachte gerade. Also Oliver ist es nicht. Oliver hält so einen Anzug nicht an. Gucke, wie weit es geht. Oh. Ich gehe hier rein. Ist alles eingebrochen. Was haben wir hier Schönes? In den Secrets? Nein. Nix. Was? Ich steck fest. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Was ist das hier? Eine Kugel. Habe ich sonst noch was? Nee. Und was mache ich jetzt mit der Kugel? Rennen. Die stecke ich bestimmt in diese Vorrichtung mit den Händen, diese Vase, wo ich so inspiziert habe. Hundertprozentig. Oh, der schnauft was zusammen. Kerle, Kerle. Was sind das für Viecher? Komm bestimmt hier rein, Sister. Oh, la 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 la. Ja, ich habe Angst. Oh, kennt ihr den Film Katakomben? Lang, lang ist der, dass ich den angeguckt habe. Das war doch Frankreich. Spielte der in Frankreich, wo sie dann konfrontiert wurden mit ihren Ängsten oder was sie getan haben. Irgendwas war doch da. Lang ist der, dass ich den geguckt habe. So, hier habe ich nochmal so ein komisches Ding. Hier ist nochmal eine Tür. Hier ist eine Kugel, da werde ich noch eine zweite bestimmt suchen müssen. Kann ich mich da durchquetschen? Nee. Och, Müll. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Was war das? Jetzt ist der da bestimmt. Dreh dich rum? Ist da die Kugel? Nö. Guck halt auch nicht durch jedes Loch, durch jede Ritze. Das musst du nicht machen. Lass mich nicht hier. Lass mich nicht! Ich habe Angst! Willst du mich verarschen, Spiel? Ich habe geguckt, ob es auf Deutsch spielbar ist. Es ist nicht auf Deutsch spielbar. Und jetzt redet der auf Deutsch mit mir? Warum? Ich traue dir nicht, wer auch immer du bist. Du redest gerade Deutsch, obwohl... Englisch eigentlich... Da ist die Kugel. Da ist die Kugel. Ich muss da hin, ob ich will, oder nicht? Ich lass dich hier. Geh weg. Geh weg. Wie komme ich jetzt da hin? Wie komme ich an die Kugel ran? Ja, Verstein. Ich kann es bekommen, wenn ich springe. Muss ich jetzt auf dich drauf springen, oder was? Ja, wie soll ich denn das? Ach so. Jetzt bist du weg. Was war das jetzt für eine Sprache? Oh, geh du da weg. Der spricht mehrere Sprachen. Oh. Das war das gerade Französisch? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da jetzt nicht genauso hingehört. Oh. Oh, nee, mach du an. Ich dachte, ich kann noch Taschenlampen. Hörst du mir nichts antun? Hast du das gesagt? Ja, einfach nur raus.
Da ist das Portal. Schnell durch, schnell durch. Aber wer weiß, wo ich jetzt hinkomme? Zumindest bin ich von dem einen weg, der so komisch redet. Ich werde dir nichts antun. Hat er das gesagt? Ganz lieb von dir. Ich auch nicht dir. Will hier nur raus. Mehr nicht. Der Oliver hat mich hier in eine Scheißsituation gebracht. Der hat mir eine Not hinterlassen, Heike. Ah, da komme ich denn da durch. Oh Gott. Und ich bin also im zweiten Chapter. Seele, was spiele ich hier wieder? Oh, ich mache die sicherheitshalber zu. Ich schnall es ein, Dicker. Vielleicht muss ich leise sein. Vielleicht hört er mich durchs Mikro. Vielleicht hat er deswegen Deutsch geredet. Wenn ich hier die ganze Zeit laber halt. Dann immer irgendwie mehr. Wenn ich da jetzt zurückrennen muss, Leute. Und ich habe überall halt jetzt die Tür zugemacht, gell? Und die Augen, die leuchten. Als ob die irgendwas auch... Ah! Ja, ja! Nein! Hör auf! Oh! Oh! Oh Gott. Ja, ich guck dich nicht mehr an. Ich gucke euch nicht mehr an. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Oh Gott. Ich gucke euch nicht mehr an. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich darf eure Augen nicht angucken, oder? Oh Gottes Seele. Was war das jetzt? Ich hoffe, ich kann heute Nacht schlafen. Da ist wieder so ein Vieh. Lauf du vorbei und guck's einfach nicht an. Ich hoffe, dass es das ist, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, ja. Was? Eieiei. Schill hier raus. Oliver, wo bist du? Lass mich doch nicht allein. Mensch, wenn du hier irgendwo in der Nähe bist, begleite mich. Weiß mir den Weg. Für mich wird es gesehen. Habt ihr das gesehen? Der hat hier rausgeguckt aus dieser Kiste. Das Spiel ist verrückt. Oh, meine Güte. Oh, ich drehe mich mal rum. Nee. Was sind das für Dinger? Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Oh nee, wieder zwei Türen. Okay, die hat sich erledigt. Ich traue mich schon gar nicht mehr, mich umzudrehen. Ich habe so Panik gerade, gell? Mach die Tür zu. Oh, 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 dem fehlen einige Gliedmaßen, ha? Wieder zwei Türen. Okay, da geht's weiter. Ganz. Oh, nee, oder? Ich muss gucken, ob die hier aufgeht. Lass mich doch in Ruhe. Geh doch weg, ich komm nicht durch. Das Gefühl, dass der mir nicht hört. Da scheppert was. Ich will hier raus. Chapter 2 bitte aus. 1, 2, 3. Ey, 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 wollte mich wahnsinnig machen.
Die ist zugeschüttet, die ist eigentlich auch zugeschüttet, gell? Da dürfte ich auch nicht durchkommen. Okay, da geht nichts. Verbrenne ich hier? Das ist schwer. Okay, dann geht's lauf zurück, wenn du da nicht durchkommst. Was stehst denn du nach dumm rum? Mann. Kann man so dämlich sein? Bewegt sich einfach nicht mehr. Wenn sie drücken, wie du willst auf den Knopf, denn der Idiot bewegt sich nicht. Verbrennt hier lieber. Was ist denn da dahinter? Siehst du, da ist was. Aha! Da kann ich das nämlich zudrehen dann. Und dann komme ich nämlich durch. Aber da geht's ja auch noch weiter. Lauf jetzt erstmal zurück und guck, wo ich das zudrehen kann. Bin ich von da gekommen, ja? Und wo drehe ich das jetzt ab? Ja. Okay. Aber jetzt gehe ich erstmal hier rein. Oh mein. Ah ja, da Secret. Wegen dem Secret bin ich da rein. Und was habe ich jetzt von diesen ganzen Secrets? Jetzt bin ich, das sind meine Schritte. Da ist eine Tür. Ah, die ging ja nicht. Ich bin von hier gekommen. Und wegen diesem Secret habe ich jetzt da zurücklaufen müssen. Bring du mal. Uop. Da war's drin. Nee. Oh, das blendet halt, gell? Da hat doch gerade jemand Hi geschrien, gesagt. Hi. Oder halluziniere ich jetzt gerade? Ich hab doch gesagt, da hat jemand Hi gesagt. Was? You can move objects, walk up the box and push it. Also, so. Was für Objects müsste ich pushen? Was? Ich will hier raus. Ah, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Habe ich mich auch komplett verlaufen? Halt. Ich werde sterben. Ich weiß nicht, wo ich da hin soll. Was soll ich denn da pushen? Das ist die Sackgasse, oder? Nee. Irgendwelche Objects. Kisten moven. Ja. Und hilf mir doch einfach. Hilf mir doch einfach, Mensch. Ich weiß nicht, was ich da... Ah. Ja, die kommen näher. Ich werde sterben, aber was kann ich jetzt... für eine Kiste hier bewegen oder gar keine. Ja, oh, ich sterbe halt. Ich sterbe. Und du sagst mir nichts und hilfst mir nicht. Mensch. Was für eine Kiste kann ich da nehmen, dass ich da hochkomme? Hilf mir doch. Steh nicht nur so dumm rum. Och, Mann. Ich komme da nicht hoch. Da stand, ich muss eine Kiste irgendwas bewegen. Ich war, okay, die gehen wieder zurück. Und so? Aha. Na, ich hoffe, dass ich es schaffe. Die sind mir im Nacken. Schieb mal! Spring hoch. Hoch! Und jetzt? Ach, da ist was.
Das ist der Ausgang. Bitte lass es einfach den Ausgang sein. Geht es auch wieder runter, ja. Zumindest können die Viecher mir jetzt nicht mehr hier folgen. Ja, habe ich doch schon an. Okay, geht nicht auf. Was erwartet uns noch hier? Böses. Okay. Da geht gar nichts. Ich gehe nochmal ganz kurz hier gucken. Bestimmt. Nee, das geht nicht auf. Nee. Nee. Vielleicht brauche ich dann in dem Fall für irgendetwas anderes. Kann ich die Tür wieder zumachen? Ja, klar. Mach sie zu. Weil da so viele fliegen. Ja, kriech. Oh. Da ist irgendwas Böses. Wo muss ich hin? Ah, hier, guckst du mal. Oder? Nö, da kannst du noch so lange draufhauen, da wird passiert nichts. Hier habe ich Licht. Ich probier's noch mal hier. Das muss doch gehen. Na siehst du. Das war doch klar. Oh, ich dachte, da steht jemand an der Tür. Lass du doch mal das hier an. Ist da was? Hier. Also das Licht, das blendet halt schon ganz schön, ne, gell? Ich sehe da eine Leiche. Das ist voll mit Leichen hier. Kriege ich die Tür auf? Nee, kann ich hier was drehen? Nee, also springen. Hä? Oh, fuck. Naja. Wer bist du? Oh Gott. Ich glaube nicht, dass mir der Strom hier was macht. Wer bist du? Bist du? Es klappt nach links. Nach rechts. Ich gehe nach links. Sei leise, wenn der dich hört. Geht nicht. Wieso geht das jetzt hier? Jetzt. Oh, da müsste schon ein paar Mal drauf hacken. Hä? Oh, ich gehe dann darüber nicht. Da ist das böse, große, schwere. Oh, ich bin halt auch super laut. Ich mache mich gar nicht auf mich aufmerksam. Oh, wieder so viele Sachen hier. So viele Türen, Gassen, Räume. Ah ne, ich dachte, dahinter sei was da. Das ist aber nur Licht. Licht. Wieder einer. Was hast du mir zu sagen? Eine Notiz von einem weiteren Wissenschaftler. Wir haben einen Fehler gemacht, nachdem wir in diese neue Dimension teleportiert worden sind. Wir hatten nicht genug Informationen, aber die Bosse haben entschieden, dass wir anfangen sollen mit der Konstruktion. Die meisten des Personals waren einfach noch nicht bereit, sich gegen die Einheimischen zu stellen. Fast alle Soldaten und Wissenschaftler sind tot. Bald bin ich an der Reihe. Es scheint nicht, dass ich wieder zurückkehren kann zur Erde. Ich werde es schaffen. Ich gehe zurück. Ich komme zurück. Was mit Oliver ist, muss ich ehrlich sagen, ist mir gerade sowas von egal. Er hat mich ja auch in diese Situation hier gebracht. Und er hat noch nicht einmal auf mich gewartet. Ist auch ein Secret? Nee. Kann ich da auch hoch? Oh, leicht entflammbar. Passt du lieber auf? Da ist gar nichts. Warte. Da muss irgend... Hier. Da drüber. Da ist nochmal Secretly. Aber jetzt muss ich doch gucken. Wo ich hier rauskomme. Also doch hier oben, oder?
Aber da komme ich doch niemals durch. Das ist doch viel zu klein. Hör doch auf. Hier. Hier geht's doch weiter. Vielleicht doch das kaputt machen. Hier, das Brett da. Ah ja, klar. Ja, ganz easy eigentlich. Wenn man drauf kommt, ja. Aber wenn man nicht drauf kommt, eben nicht. Ja. Da ist nichts. Das ist nochmal eine Weiche. Hier. Oh, mach doch mal nicht so viel Lärm. Oh, Secrets. Ich weiß nicht, für was ich diese Secrets hier benötige. Da war doch die... Wo war denn jetzt dieser Durchgang? Hier vorne. Strom. Strom, Strom, Strom. Hier links. Okay, nix. Nothing. Und wenn ich da reingehe, bin ich tot. Hier ein Bretter. Was ist das? Oh, ganz leicht. Easy peasy. Oh, kriegst du mal? Da ist eine Tür. Da ist das Vieh hier, Wappi! Was? Renn doch! Renn doch, ey! Renn doch, Mädle! Oh! Dreh dich ja nicht rum. Nicht rumdrehen, renn, nicht rumdrehen. Renn doch! Oh, da ist nochmal so ein Vieh! Das lag. Naja, wenn das Mädchen nicht rennen kann, ist gefressen. Oh, leck! Es geht ja schon los. Oh, das geht ja schon los, ohne Vorwarnung. Drück du gleich die Tasten. Renn, 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 renn. Habe ich die jetzt schon kaputt? Ja, die habe ich schon kaputt, gell? Na, immerhin etwas, dass ich die nicht nochmal aufbrechen muss. Und der ist auch schon kaputt. Hier ist das Portal, hier ist das Portal. Oh, meine Güte, ey. Chapter 2. Durch. Noch 4. Noch 4. Ja, das wird hardcore, du. Ich kann mir schon vorstellen, dass das immer schlimmer und schlimmer wird, halt, gell? Und wenn Chapter 2 schon so schlimm ist. Wie heißt denn das jetzt? Die Katakomben. Wo bin ich jetzt? Das ist verrückt. Ja. Das machen wir das nächste Mal, ihr Lieben. Wir haben gesagt, Chapter für Chapter. Das wird mir gerade zu viel sonst. Hey. Das ist wirklich hardcore. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Hysteria. Bis dann. Tschüss.